Ist ein schön anzugucken, ne? Ich gebe dir jetzt so einen Weg mit dem Zaunpfahl. Ich freue mich schon, wenn alle hier Ärger kriegen. Es ist allgemein. Namen habe ich nicht genannt, von was die Ärger kriegen, ja? Von was die alle hier Ärger kriegen, habe ich nicht genannt. Der Ärger kann auch mal so kommen, meine ich jetzt selber. Man kann sich selber ein eigenes Grab schaufeln, kennt der Spruch nicht? Man grabt sich selber ein eigenes Grab, man schaufelt sich selber eine eigene Grube im Grab, fällt man selber hinein. Der Spruch war gut von mir, danke Alexandra, du bist die Beste. Sag das auch zu mir. Danke Alexandra, du bist die Beste. Mein Name bitte sagen. Nein, danke Alexandra, du bist die Beste. Bleib hier. Warte. Ne, gut, okay, ich muss, gut, ich habe jetzt nur. Ich habe gedacht, ich hätte da irgendwas gesehen. Heiße Verlangen, aber war ja nicht. Oh, ich kann die Wolke da hinten schlecht erkennen, weil diese scheiß Telemaste von dem scheiß blöden Hochhaus da hinten im Weg sind. Kannst du mit meinen Augen sehr schlecht sehen, die Wolke, meine Augen. Musste Brille haben, neue. Da kann ich sie besser erkennen. Oh, dieses Hochhaus ist total im Weg, da kannst du nichts erkennen. Und nicht mal was dahinter. Der Vogel, der fliegt gar nicht mit deinen Augen. Ja? Mit Äuglein, ja? Auge, Auge. Denk nur an das eine Wort, Mama. Gleichberechtigung, Freiheit. Ja. Ja, was heißt denn Gleichberechtigung? Jetzt gibt es einen Unterricht zwischen uns beide. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist, dass alle gleich, Das alle gleich bei dir. oder gleichzeitig was machen dürfen, genau. Dass auch alle gleichzeitig was machen dürfen, dass alle gleich behandelt werden, dass alle gleich was kriegen, was machen dürfen, behandelt werden, genau. Und Freiheit, was heißt das? Was heißt Freiheit? Freiheit ist, dass wir auch machen dürfen, was der andere auch machen dürfen, was die anderen Leute auch machen, ja? Was die anderen Leute auch machen, haben auch Freiheit. Uns auch Freiheit erlauben. Nein, ich meine, dass wir auch Freiheit erlauben können, was die anderen auch Freiheit haben, erlauben können, ja? Was die anderen Freiheit erlauben können, können wir auch Freiheit erlauben. Wir haben genauso Freiheit wie jeder andere auch, das meinte ich. Das ist die Antwort. Ja, genau wie jeder andere auch Freiheit. Da unten geht er mit seiner ungepflegten Klamotten wieder her. Der uns gestern Abend ausgelacht hatte, der da. Da wird es heimgezahlt, der Besuch. Besuch habe ich gesagt, Besuch. Der Besuch kriegt Ärger. Anzeige wegen Mobbing und Belästigung. Von unserer guten Mann auf der Seite. So, ich sage es mal öffentlich zu dir und zu allen hier. Tja, liebe Leute, schauen wir jetzt den letzten Mal den Himmel an. Und ab morgen gibt es kein Sonne mehr. Es gibt morgen Gewitter 100%. Von zwischen 13 bis 15 Uhr nachmittags wird sich einmal das Wetter umschlagen. Moment mal, wenn jetzt ein Abendrot kommt, dann heißt es, dass es gutes Wetter gibt morgen, dass morgen kein Gewitter kommt. Scheiße, das hatten wir auch schon mal. Ein gutes Wetter und da kam was. Das weiß ich nicht, obwohl trotz abends ein Abendbrot kam.
Gut, aber trotzdem wird morgen Gewitter erscheinen. Ne? Das habe ich jetzt so gesagt vor allen Leuten. Hier. Jetzt kann er hier glauben, sollte hier die Leute hier auf dem Balkon sind. Ne? Endlich, da sitzen sie hinten, die schönen Nachbarn da in der Straße. Guck mal. Endlich, die haben sie gesund. Ja, da waren sie weg gewesen. Ausflug. Ach, wandern, glaube ich, bestimmt, richtig? Ja, gut, dass wir spazieren gegangen sind auf der Autobahnbrücke, Mama, weißt du das? Da wären sich Leute zum Wandern gewesen, auch im Wald. Wir können aber morgen im Wald gehen, wir können morgen die Wiese suchen, ne? Und dann mache ich von der Wiese eine Beweisaufnahme im Wald. Im Wald. Der geht schon bald. Im Wald, der geht schon bald, ne? Ach, der Typ war da hinten nackt gewesen auf dem Balkon. Der hat sich gerade angezogen, ey. Das ist schon eine Schweinerei, finde ich das. Aber kann man drüber lachen. FKK-Balkon nennt sich das. FKK-Balkon nennt sich das. FKK-Balkon. Gibt es aber nur woanders, aber nicht hier. Aber wenn das Gebäude nicht im Weg steht, würde ich die Wolke besser erkennen mit meinen schönen Augen, ne? Das Gebäude ist wichtig. Ich kann die Wolke so gut wie gar nicht erkennen, die rote. Wenn ich dir ranzoome, habe ich gleich die scheiß Telemesse. Meine Augen näher rangucke, ja? So meine ich. Mit den Augen kann man auch näher ranzoomen, weißt du das? Wenn man weiter da vorne hinstellt, dann kann man näher ranzoomen mit den Augen. Ne? Aber weißt du, in dem Zimmer hast du mich jetzt leider angelogen verraten, Wohnzimmer. Was denn jetzt schon wieder? Ich habe dich gefragt gehabt, heute Mittag, wo ich die Musik anmachte. Gibt es nächste Woche Dings? Da hast du gesagt, nein. Mit R wie Äpfel. Mhm. R. Ja. Da hast du gesagt, nein, nächste Woche. Dass es keinen gibt. Weißt du, was ich meine? Wenn man Schimpfen bekommt. Ja, weiß ich. Ich habe dich heute Mittag gefragt gehabt, gibt es nächste Woche Dings? Du hast gesagt, nein. Ja, bei uns gibt es hier kein. Gibt es hier nicht. Woanders ja. Woanders gibt es ja Schimpfe, aber nicht bei uns. Okay. Genau. Das habe ich heute Mittag dich gefragt. Da hast du gesagt, was? Das fängst du jetzt wieder an? Ich weiß, du, dass du heute wieder nein gesagt hast. Nein, es gibt nächste Woche für uns keinen. Nicht. Für andere, ja. Ja, für andere ja, aber für uns nicht nächste Woche. Ich hoffe, du lügst auch nicht mehr mal. Nein, das ist gut. Lügner haben kurze Beine. Da kenne ich sehr viele, die müssen sie kurze Beine haben. Lügnerin. Und ich kenne einen, der wird es auch jedem erzählt haben mit uns. Mit Dienstag. Das wollte ich noch gesagt haben, Wohnzimmer. Ich weiß. Bitte. Ich weiß. Weißt du, was ich meine? Ja. Hast du verstanden? Ja. Bitte. Also wissen das leider alle schon. Tja. Deswegen bin ich auch ausgelacht. Du bist bestimmt beleidigt. Fertig gemacht. Weil wir die Loser sind, Mama. Wir sind Verlierer für alle. Oh, kann man umgedreht sein. Da sind wir die Gewinner und die Verlierer. Genau, das sind wir die Gewinner und die anderen sind Verlierer. Richtig. Oh, wir kämpfen. Wir kämpfen, Mama. Uns Recht. Menschenrecht. Ne?
Was bist du so am Treiben, ey? Los, treib, wie das heißt. Treiben, Mutter, Treibhausgas. Oh, du bist eine Treiben, Mutter. Drei, zwei, eins. Da lacht da heute ein Kind, echt. Wie witzig. Ich denke, wir wollten das so machen, weil die auch so wohnt sind. Hm. Die holen mich nicht. Was denn? Ja, können wir, ne? Richtig? Mich nicht, ja. Also, lach auch. Ja, das heulende Kind. Gut. Was war es mit der Musik, die du gefragt hast? Mit dem Erik Pritz Lied, Aftermath, Originalmix? Ja, das war doch Erik Pritz, kennst du doch, ja. Den, das war ein ganz altes von 2005, Erik Pritz, ne? Ja gut, das ist ein Instrumental, aber trotzdem, es gibt auch ein Vokal, wo, wie heißt es mal, Vokalmix geben. Das ist Gelabere von den Leuten. Lass die Leute reden. Kennst du die Ärzte das Lied? Lass die Leute labern. Labertaschen. Es gibt heute Mittag eine Labertasche zu essen. Nee, heute Abend zum Abendbrot eine Labertasche zu essen. Ja. Die redet mit sich selber oben. Ach so, ich höre kein Telefon. Ja, es gibt Leute, die reden sich mit sich selber mit der Wand und mit dem Balkon. Mit dem Balkon kann man auch reden. Ja. Ja. Nein, aber die geht nicht. Kann man nicht gemein sein, die Leute sind auch gemeinsam. Also bitte, können wir auch gemein sein. Ja, ich habe telefoniert. Ja, Telefonate hin und hier weg. Du bist auch im Telefonieren. Ja. Die Leute sind auch gemein zu dir, wenn du am Telefonieren bist, das meinte ich. Aber ich finde das so, da kann ich keine. Moment mal, auf dem Straßenfenster hast du wohl telefoniert. Ja, auch scheiße. Ja. Stimmt. Denk mal ein bisschen nach. Was sagt der Winnie Pube? Denk. Denk, denk. Nee, angeblich brutal. Verstörend, haben sie auch im Internet geschrieben. Ja, das ist der. Nur weil da eine Horrorfilm rausgebracht worden ist. Der Tiger ist das von ihm, der hat mich gehört. Der Tiger, der macht doch gar nichts. Nee, ist aber ein Tier, aber ist da irgendwie. Helferlung, glaube ich, richtig? Ja. Nee, der Helferlung ist aber auch lieb. Ja, der ist auch lieb. Da ist irgendwas anderes da drin gewesen, was da wirklich. Verstörung wird. Gefährlich ist für die Kinder.
Ich habe gestern schon gesagt gehabt, dass ich in Zukunft hier wirklich für eine Katastrophe sorgen werde. Wenn das hier nicht aufhört mit dem Scheiß. Ich habe gesagt nebenbei, wenn das hier mit dem Scheiß nicht aufhört, Ja. dass wir dauernd angegriffen werden für nichts und wieder nichts. Mit Rucksäcken und so. Ja, was kommt denn noch? Steine? Zum Ja, Beispiel warte. Flaschen, Stöcke, Hoverboards. Warte, kann man Hoverboard schmeißen? Ja, ne? Nein, das wird weg. Doch, wenn man stark ist, ja, da kann man Hoverboard. Vögel. Ja, Vögel, nein, die machen nichts. Die können auch nicht angreifen. Ich rede nicht von den Leuten, ich rede von den Ja. Leuten, die uns angreifen wollen. Weiß ich so. Das kann auch weitergehen mit den Sachen angreifen bei uns, ja? Auch wenn wir auf der Brücke gewesen wären. Der hätte man uns auch angegriffen. Nein, wer denn? Wenn wir gestern getroffen haben, na sicher. Der war doch nicht, da kommt der gar nicht hin. Gestern Abend war er da auf der Brücke. Also. Der Fußballstarspieler aus Neheim. Oh, Was denn? der auch noch. Ich habe gesagt Fußballstarspieler, kann man doch sagen. Der kann doch außerdem mit seinem Ball uns Der anschießen. hatte keinen Ball gehabt. Das Wunderte mich. ist doch keine Absicht, uns anzuschießen mit dem Nein, Ball. nein, ich sag nur. Er hat keinen Ball gehabt, das wundert mich. Das passiert bei uns auch, dass ich auch schon oft angeschossen mit dem Ball. Hast gesagt, oh, Entschuldigung, Ball angeschossen. Passiert. Ja, das ist was. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt für Filme aufnimmt, die Box, die wir jetzt hier haben. Ich weiß nur, ich habe, glaube ich, Dr. Wu ge. Nee, warte, kann das sein, dass ich jetzt den einen aufgenommen habe, den Roboter von Dr. Wu? Oh oh. Mist, das war jetzt versehen. Wollte ich ausgemacht haben. Aber der nimmt doch den zweiten von Dr. Wu auch. Ich weiß es nicht, was er aufnimmt. Muss ich morgen gucken. Eine gute Nachricht, ab morgen kommt um 16:10 Uhr, 10:04 Uhr nachmittags. Und abends um 19:40 Uhr, 20:08 Uhr. Zum Glück kein Date Armor, kein Jade Armor, kein Kimsort, kein Kimsort Date Armor, kein Kimsort Date. So gut wie gar nicht, kommt am Morgen. Ich sage Gott sei Dank auch. Ruhe vor diesem Kimsort Date Armor, Date Armor, kommt zum Kimsort. Da kann uns auch keiner mehr mobben, damit ärgern, sagen, lassen. Das können wir uns auch nicht sagen, das ist gar nicht mehr von den Leuten. Der Kimsort wird euch von Date Armor mit euch holen, aufsetzen und dann geht es. Das Eisen mit Tarkov geht es. Das war mit einer Brille. Metall, Torfwelle, die das war an euch geschießen. Ich kann ja mehr hoffen, wir können vielleicht Ausgang und ärgern und sicheln, weil das ist gut, ab morgen ist das Wetter kommt gar nicht. Das ist ganz einfach, okay? Das ist ja ganz bedeutend. Ab morgen um 16:30 Uhr, Backspanien. Und dann 19:40 Uhr, wie sein Froh. Der Kindsort wird jetzt am Rest geschickt. Und klar, kann er Mocken ärgern und sagen lassen, und auch nicht sagen lassen, da kann der. Habe ich jetzt auch so öffentlich gesagt, wie ich morgen bin. Muss meine Nachrichten abrufen, kurz. Hab Nachricht bekommen. Hätte Nachricht gekriegt oder ja, Videos Nachricht bekommen von YouTube. Mit den Edelsteinen, mit den Vegetta-Detektor, die Leute da, die immer Geld suchen und Schätze suchen. Ne? Da wird ein Kumpel gerufen, Jugendlicher. Unter meinem linken Fuß ist entzündet. Komplett. So, dreifach hoch drei. Hier kannst du bitte nachgucken. Da oben geht's ja nicht mehr. Tja, Pech für das Hotel. Nein, von da. Hier. Was ist drin? Nein, mach hier bitte.
kann ich nichts machen, wenn ich da irgendwas bin. Witzig, da holt ein Kind, wie lustig. Wenn man schon bei uns so geholt lacht, du können wir auch die Leute auch das noch mitholen. Das ist so witzig. Das macht riesen Spaß. Wenn ich jetzt gleich reinkomme und mit dir nach dem Gucken beschauen, möchte ich nicht, dass du wieder ein Wort darüber sagst. Irgendwas anfängst, meine ich, irgendwelche Themen. Dann geht es ja aber richtig los. Dann bin ich das größte Monster aller Zeiten hier. Richtig brutal. Und ich kann ein sehr gutes Monster nachmachen von einem Monsterfilm, das richtig brutal ist. Aber das verrate ich dir nicht. Muss überlegen, wie das heißt. Oh, es ist schwer. Das ist das brutalste Monster, was es gibt. Alien? Alien für Ospredator? Alien, könnte ich sagen? Nee, es gibt doch ein Monster, das hat die Menschen mehr zerpflückt. Aus dem Film. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. War brutal. Ich weiß es nicht, komme nicht drauf. War so ein komisches Monster. Jetzt habe ich es. Das war. Nee, King Kong kann es auch nicht sein. Ja, ein Oger. Der ist brutal. Ogerin. Ja, haben wir doch eins. Ich bin ein Oger. Ich bin eine Ogerin. Du willst, du musst mitgucken, mal hinter mir stehen. Der Himmel ist doch schön, es anzugucken. Vor allem dunkle Schleierwolke ist aber kein gutes Anzeichen dafür, was es morgen gibt. Ne, Mama? Ich rede jetzt mit dir. Freust du dich morgen auf das Gewitter, auf das Heftigste, was es gibt, dass die Leute wieder so drauf sind und Angst kriegen? Wieso? Ich mache doch nur Spaß mit dir. Das Getieren Spaß. Du kannst über alles hier lachen, echt. Meine Stimme weg. Über deine Stimme kann ich auch lachen, die weggeht. Nein, ich lache keine eigene Mutter aus. Das macht man nicht.
Stimmt gar nicht, Leute. Ich meine, Mama. Man lacht keine eigene Mutter aus. Ne? Aber die wollten ganz da hinten lachen. Tja. Anzuschauen, anzulachen. Ach Mama, wir müssen glaube ich 112 rufen. Feuerwehr, da hinten brennt es im Himmel. Und du bist nächste Woche dafür sorgen, Mittwoch, 31. Mai mein Geburtstag, dass das nicht versaut wird, von gar keinem mehr. Ist das klar? Dass dann nächste Woche nicht versaut wird, nächste Woche Mittwoch mein Geburtstag, 31. Mai, dass dann von gar keinem versaut wird, wird davon ein einziges Mal von jemandem versaut, dann werde ich zum Ogeren, ein Ogermonster, der sich gewaschen hat. Das... Nein, tut mir leid, Mama, ich habe keine Zeit für dich. Es geht nicht. Deine Stimme geht weg, na sicher. Jetzt bist du bald ein Roboter, wie der im Fernseher, der Müllton-Roboter. Ich bin ein Roboter. Das, was die im Fernseher können, die Monster, die kann ich sehr gut nachmachen. Das ist cool. Ganz eilig. Irgendwie haben es viele eilig heute. Pfingsturlaub, eilig. Es haben sehr viele eilig, weißt du das? Aber richtig viele eilig. Gibt es Leute, die haben eilig, ne? Oh, was denkst du in den Kopf? Habe ich dich so fertig gemacht, Mama? Nein. Tyrannisiert? Nein. Tut mir leid, dass ich dich jetzt ein bisschen mitmobbe, aber es ist halt so. Du warst doch vorhin auch nicht gerade nett zu mir. Oder warst du nett zu mir? Nee, du warst nicht nett zu mir, nein. Ich trinke jetzt erstmal was. Willst du auch was zu trinken? Bitte, danke. Du warst nicht nett zu mir. Achso, kleiner Hinweis, Mama. Das Wort habe ich nicht, braucht man auch nicht sagen, wie der eine oder aus der Stadt. Weiß ja warum. Sollte es auch nicht mehr gesagt haben, habe ich nicht, ne? Doch, du hast ein Schlafzimmer gesagt. Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Doch, du hast ein Schlafzimmer wirklich gesagt. Wie der eine aus der Stadt. Egal, allgemein Stadt. Wenn eine schlimme Gefahr auf mich zukommen sollte, mit allem, was das passiert, würdest du mich wegbringen lassen in Sicherheit, wenn ich fragen darf? Das ist deine Antwort. Was? Sowieso. Und wo willst du mich wegbringen lassen in Sicherheit? Da wird aber nichts passieren, wenn ich dich beschütze. Nein, ich frag, du, wo würdest du mich in Sicherheit wegbringen? Wegen der Gefahr, was kommen sollte auf uns zu, zum Beispiel. Du musst hier bleiben. Du musst mich nur weggeben in Sicherheit. Ach ja, geht ja nicht. Ich habe ja keinen, der mich sauer macht. Was denn? Ich möchte nicht, dass du wieder krank wirst. Jetzt können wir gar nicht mehr rausgehen, spazieren gehen. Bitte werde ich krank. Ich weiß, warum du krank geworden bist. Ich weiß, warum du krank geworden bist, warum die Stimme weggeht. Kannst du linke Seite gucken, das ist auch ein schöner Himmel zum Betrachten. Oh, lass die Leute labern, es ist Gerede, ein Gerede.
Denk nur eins, Mama. Ich gebe dir jetzt einen Hinweis. Wir sind die Besten. Wir sind besser als alle anderen. Wir sind die Besten als alle anderen. Wir sind anstandsvoller als alle anderen. Fertig. Wir wollen nur Freiheit und Gleichheit. Was? Mama, ich habe keine Stimme mehr. Mama, bitte nein. Bitte lass es sein. Bitte. Ich möchte nicht, dass du krank wirst. Bitte, bitte, bitte erkälte dich nicht. Bitte. Bitte. Tu mir den Gefallen. Vielleicht ist das jetzt ein Fluch von mir, eine Strafe von mir, weil du wurdest mal was angefangen hast, was du gar nicht anfangen wolltest. So wollte ich das gar nicht enden lassen bei dir. Die Strafe, der Fluch, der Ärger. Du wurdest mal was anfangen hast, was gar nicht anfangen. Du hast wurdest mal was angefangen gehabt, wolltest gar nicht anfangen und hat es eskaliert und ja. Also bist du geflucht, irgendwie verflucht. Jetzt bist du irgendwie verflucht und bestraft von mir mit dem Ärger und jetzt bist du krank geworden. Also das wollte ich nicht, Mama. Ich gebe jetzt. Nein, ich gebe jetzt die Schuld, dass du jetzt irgendwie krank geworden bist. Ich trinke das und trotzdem nicht. Ja, aber du bist jetzt wegen mir krank geworden. Ich gebe mir jetzt die Schuld. In dem Sinne sind wir beide schuld, quasi gesagt. Ich kann nicht so viel reden. Guck mal, ist links rot. Guckst du nach, bitte? Dann ist es ja schon weg, ne? Würde ich ja linke Seite auch anschauen, angucken, anglotzen. Aber warte mal. Muss man auch genau hingucken. Telefon. Weißt du, wie ein altes Telefon geht? Pass auf. Pass auf. Hör mal gut zu. Jetzt wähl mal die Nummer. 112. Ruf die Feuerwehr an. Da hinten brennt es in der Luft. So, ich mache es vor und du machst jetzt, willst jetzt 112. So. Und du bist dran. Ich kann nicht so bewegen. Oh. Ja. Ich wollte dich nicht so krank machen, tut mir leid. Wir haben uns beide gegenseitig krank gemacht, okay? Also nochmal. Du bist dran? Ja, wir rufen die Feuerwehr an. Es gibt ein Feuer am Himmel zu sehen. Ein Feuer am Himmel. Und es brennt ganz schön stark. Ich glaube nicht. Ich hoffe, dass er es gelöscht kriegt. Das befindet sich über der Autobahn. Was ist da hinten von Ort Enste? Über Autobahn Enste. Richtung Autobahnbrücke hoch. Oh, können wir das einmal weiterspielen? Das war lustig. Achso, links war. Achso, hast du vorhin gesehen? Links war rot, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ne? Wo wir hier. Heute hat man angeguckt, ein bisschen, ne? Hab nur rechts angeguckt, du hast nur links angeguckt. Oh, das macht Spaß, ey, das Geräusch zu hören mit den kleinen Kindern. Das Gold ist so witzig. Mama, mach du auch mal ein Gold nach. Ich höre mal drüber lachen. Los, mach mal. Das ist so ein Lachen, das ist so ein Krachen. So ein Lachen, so ein Krachen. Hornisse. Immer was Hornisse. War keine Hornisse. Halt Alarm. Hab dich verarscht. Hornissen.
Ich kann gute Hornissen nachmachen. Hör mal zu und lernen wir das dazu. Mama, es tut. Ich höre jetzt auf, bitte. Okay, bitte. Heute spaßiger Abend, ich und meine Mutter. Komiker. Ja, ich wollte mit dir Spaß machen, aber es war auch scheißegal. Ist ja schon traurig, dass Leute die Stimmen verlieren. Die Ariel. Ah, ah. Was denn? Ich bin eine gute Komikerin, ne? Ah, ah. Nein, ABC. Die Katze ging in den Schnee, hä? Der schöne Ariel-Film, ja. Aber es soll doch nicht gut sein. Ich verstehe gar nichts dran. Ich verstehe Spanisch. Aber die Afrikanerin ist nicht schlecht, die damit spielt, ne? Als Ariel, ne? War Afrikanerin mit roten Haaren, gibt's auch. Was? Nein, es ist Afrikanerin. Ich stehe auch groß im Internet. Eine Afrikanerin spielt damit. Boah, was war das denn für ein Vieh? Geht ja schon ganz krank. Ich muss rechts gucken, da ist es zu sehen. Och, die haben von oben mit runtergeschmissen, wie immer. Ganz oben auf dem Dach, Leute. Sind wir oben auf dem Dach, Leute? Auf dem Dach. Jugendliche. Man hat eine Dachbodentür aufgelassen. Wie nennt sich das? Die Dachterrassentür aufgelassen? Nennt sich das? Dachterrassentür ist auf. Jugendliche tanzen auf dem Dach. Da oben ist ein Alien. Es gibt Kannibalen, die fressen Menschenfleisch. Augsburg oder so? Ne, warte, wie heißt der Ort nochmal, wo der eine Kannibale ist? Das ist eine Rottenmal. Rottenburg, nee. Rottenburg, nee. Guck mal, der Venusstern ist auch schon da.
Was denn? Das Kind wieder gequengelt, das ist so lustig. Ich bin eine gute Schauspielerin, ne? Ich weiß, wie ich ein Kind nachmachen kann mit einer Keule. Das so lustig. Bisschen Spaß muss sein. Und dann ist die Menschheit wieder vereint, ist für die T geschrieben. Scheiße, verkehrt. Ja, ich kann so sagen, dann ist die Menschheit wieder allein. Ganz allein. Allein, allein. Allein, allein. Ja, das habe ich auf CD, ne? Dieser Schlacker, Knacker. Macker. Schlager meine ich jetzt. So, es gibt den die sogenannte Geistereule. Wenn man die sieht, was passiert dann? Die macht nachts so komische Geräusche. Ich kann dir das zeigen. Was passiert, wenn man dir drüber begegnet? Da wird man verflucht. Sei froh, dass es die nicht hier gibt. Die gibt es in Amerika und in China. Der wird auch Ghost Bird genannt. Ist aber eine Eulenart. Poto heißt die Eule. Poto. Ich würde mich nicht mit so einem Geisterding anlegen. Weil Geister können Flüche aussprechen. Oh ja. Stell dir vor, wir hätten solche Geisterkräfte, was dann? Und könnten Flüche aussprechen. Wenn ich zum Beispiel zu dir sagen werde, du bist ein Fluch, ich bin Geist. Klimperdi-du. Kann auch Sachen klimpern. Wie lange der Himmel noch bleibt? Und dass man sich so alt? Reimt sich auch. Bleibt alt. Stimmt. Ohne BET. Was eine LT. Kann schon reimen, Mama. Da hinten kommen schon dunkle Wolken. Ja, Anzeichen für Unwetter. Wie schön. Freue ich mich drauf. Einfach nur geil. Horrormäßig. Ist halt nur Spaß, was ich mache. Kennst du den Zombo und ich von Ben 10? Viertel vor 10. Du weißt ja, was ich vorhabe. Was wir gestern auch gemacht haben. Abend. Und das wird ein richtiger Spaß. Was ist denn los? Blaskapelle, Mama. Trompete. Trompetenunterricht musst du gehen.